Einführung Kameras. Wir haben in jedem Saal drei Kameras. Eine Close-Up, das stellt die hier dar. Vor Ort haben wir etwas andere Hardware, aber die Bedienung ist größtenteils gleich. Zusätzlich haben wir noch eine Totale, die ständig das gesamte Bühnenbild zeigt und während des Vortrages nicht zu bedienen oder zu verändern ist. Und wir haben zusätzlich noch eine fernsteuerbare Pan-Tilt-Zoom-Kamera, welche der Person am Videoschnitt einen zusätzlichen Bildwinkel zur Verfügung stellt. Der Hauptunterschied zwischen den drei Kameras ist der Bildausschnitt, der von ihnen bedient wird. Die Totale, wie der Name schon sagt, zeigt das gesamte Bühnenbild, während die Close-Up-Kamera stets auf den Speaker fokussiert ist. Sowohl die Totale als auch die Pan-Tilt-Zoom-Kamera benötigen während des Vortrages keine Bedienung und laufen völlig autonom. Lediglich vor Beginn des Vortrages muss bei der Totalen überprüft werden, ob die Aufzeichnung ordnungsgemäß läuft. Ebenso sollte überprüft werden, ob die Totale ordnungsgemäß fokussiert ist und die Restaufnahmelänge größer wie die Länge des Vortrages ist. Zur Bedienung der Close-Up-Kamera. Am rechten Griff des Stativs befindet sich die sogenannte Zoom-Wippe. Diese dient, den Bildausschnitt einzustellen. Nach rechts wird der Bildausschnitt kleiner, nach links wird der Bildausschnitt größer. Die Geschwindigkeit des Zooms ist von der Stärke des Drucks abhängig. Am linken Griff des Stativs befindet sich der Fokusring. Dreht man die Oberseite des Rings von sich weg, fokussiert man weiter weg in die andere Richtung zu sich heran. Die Close-Up-Stative verfügen über verschiedene Funktionen, welche dem Anwender die Bedienung erleichtern. Über den unteren Ring kann der Widerstand beim Schwenken in der horizontalen eingestellt werden. Über diesen kleinen Hebel hier wird die Bremse für die horizontale Drehbewegung aktiviert. Der Widerstand für die vertikale Schwenkbewegung wird über den inneren Hebel eingestellt, die Bremse über den äußeren. Zusätzlich verfügen die Stative über ein Counterbalance-System, welches dafür sorgt, dass der Stativkopf stets in der Position stehen bleibt, in der man ihn loslässt. Dieses ist jedoch von uns voreingestellt und muss nicht verändert werden. Der Bildschirm der Kamera zeigt verschiedene nützliche Informationen an. Im unteren Bildbereich sieht man darüber hinaus die verbleibende Restlaufzeit der Speicherkarten und den Status, ob eine Aufnahme läuft oder nicht. Zum Beispiel sollte nichts Wichtiges außerhalb dieses weißen Randes liegen. Zusätzlich markieren Drittellinien das Bild für eine schöne Bildkomposition. Ein farbiges Kantenhighlighting vereinfacht das Fokussieren der Szene. Bereiche, die korrekt fokussiert sind, werden farbig umrandet. Beim Bedienen der Kamera ist darauf zu achten, nicht das Podest, auf dem die Kamera steht, mit den Füßen zu berühren, da ansonsten das Bild verwackeln kann.